Die Freilaufnarbe, das erste erfolgreiche Produkt der 1920 in Dresden gegründeten Rotax Werke AG. 1943 übersiedelte die Rotax Werke AG nach Wels, um dann 1947 hier am Standort in Gunskirchen die Zelte aufzuschlagen. Im Jahr 1954 starteten wir mit der Lehrlingsausbildung. Die Lehrlinge waren und sind unser Erfolgsfaktor. Die Werte blieben gleich, der Stil der Ausbildung hat sich verändert. Warum trefft sich hier jeden Tag der Herr Rinnen? Wir besprechen da unseren Tagesablauf und unsere Ziele. Bei uns war das früher eigentlich eine Standeskontrolle, wo man sie eigentlich so herstellen hat müssen. Das Erscheinungsbild, das ist wesentlich anders geworden von den 70er Jahren bis 2015. Mir fällt die Veränderung am Meeriner so auf, wenn ich mir das Bild noch anschaue, wie hat er früher drei geschaut, den ganzen Tag hat er finster drei geschaut, einen strengen Blick. Und heute ist das Bild noch mehr der zugängliche Typ, der Coach. Also Ende der 50er Jahre suchte Joseph Armand Bombardier einen leistungsstarken, einen robusten, aber gleichzeitig auch einen leichten Motor für seine Schneeschlitten. Den fand er natürlich in Gunskirchen bei Rotax. Seit 1962 liefern wir nun die Motoren für Skidus. Seit 1970 sind wir nun auch Teil des Konzerns Bombardier und führen seither auch das Zahnrad in unserem Logo. 1972 produzierten wir wieder verstärkt Motoren für Motocross und Geländesport-Motorräder. Alle Motoren waren bis dorthin Zweitakt-Verbrennungskraftmotoren. Erste Rennerfolge stellten sich ein. 1982 starteten wir die Produktion von Viertaktmotoren für Motorrad und Jagdkraft. 1975 haben wir den ersten zertifizierten 642er Motor gehabt. In der Folge kamen dann Flugmotoren mit E-Starter. Der Viertaktmotor wurde entwickelt. Kannst du uns bitte erklären den Unterschied eines Flugmotors zum Rotax-Motor? Der Rotax-Motor wird auf Lager produziert, der Flugmotor wird nach Kundenwunsch produziert und jeder Motor ist anders. Im Sommer heuer wurde ein 915ES-Motor vorgestellt. Ja, der 915ES ist die logische Konsequenz aus dem 912ES, also ein Einspritzer mit Turbolader und Intercooler und mehr Leistung. 1988 wurde die Motorenproduktion für Sidu gestartet. Nur 10 Jahre später beginnt die Motorenproduktion für die Offroad-Fahrzeuge. In Gunskirchen führten wir im Jahr 2000 als erster im gesamten Konzern unser Rotax Quality Production System ein. Einige Jahre später wurden dann unsere heutigen 23 Module definiert und eingeführt und das RQB ist umbenannt in BRBMS. Die Bombardier Recreational Vehicles Division wird 2003 in ein eigenständiges Unternehmen überführt. 2007 beginnt die Montage von Offroad-Motoren in Mexiko. Im gleichen Jahr eröffnet der revolutionäre Spider mit Rotax-Motor ein neues Marktsegment. Unseren 7-millionsten Motor feierten wir 2011. 2012 war ein ganz besonders wichtiges Jahr für uns. Nach vielen Analysen, Diskussionen, Überzeugungsarbeit riefen wir das Programm Gunskirchen 2020 ins Leben. Im Jahr 2013 eine weitere Veränderung im Konzern. BRP ging an die Börse. Unsere Motoren sind das Herzstück der BRP-Familie. Beim heurigen Club Sidu standen wir mit unserem brandneuen 1630-Motor wieder im Mittelpunkt der BRP-Familie.